Bike und Rolls-Royce stehen in der Garage in Hollywood. Hier ist die 300 PS Corvette, das Fahrzeug, das der Diva Spaß macht. Claudine White war in der großen Welt der Unterhaltung einmal ein Star. Leadsängerin der Gruppe Love Unlimited, vor 20 Jahren. Der Trip nach Las Vegas ist eine Reise in diese Vergangenheit. Claudines Leben hat der Mann hinter der Scheibe bestimmt. Der tiefste Bass im Soul-Business. Megaproduzent Barry White. Er hat Claudine und ihre Soul-Schwestern bei einem Talentwettbewerb entdeckt, zu Stars gemacht und für ein paar Jahre am Himmel gehalten. Als die Zeit der weiblichen Vocalgruppen zu Ende ging, ist Barry, die Stimme des erotischen Soul, allein weitergegangen. Solo und als Produzent einer der ganz Großen. Claudines Zeit war vorbei. In their mind, they're gonna do this for the rest of their life. That is the biggest, das ist die große Lüge im Musikbusiness, dass Erfolg ein Leben dauert. Du weißt nie, wie lange du überlebst. Und deshalb musst du immer, immer 100% gut sein. So habe ich gearbeitet, mein Leben lang. Claudine, spürst du, dass deine Zeit noch einmal kommen kann? Ich spüre im Moment gar nichts, außer dass ich gleich ohnmächtig werde. Ich bin bereit, wenn Barry das für richtig hält. Ich habe gelernt, darauf zu warten. Es muss auch nicht sein, dass es mir persönlich gefällt. Ich vertraue Barrys Urteil ohne Bedingung. I have learned to trust Barry's judgment on his music. So you must understand how I feel when I say that. We had our run. Barry und Claudine waren ein Ehepaar bis zur Trennung vor 3 Jahren. Nun sind sie noch Freunde. Barry lebt in Las Vegas, Claudine über den Sunset Boulevard in Hollywood. Mit ihren Erinnerungen und ihren Träumen von einer neuen Karriere. Wenn du wie ich aus dem Ghetto kommst, dann weißt du, alles ist möglich. Wenn ich gewusst hätte, was ich in meinem Leben alles sehen werde, dann hätte ich in Geografie besser aufgepasst. Shehara und Bridget, ihre Töchter, und Claudine, die neuen Love Unlimited, wenn Barry White es will. Nach 20 Jahren ohne Auftritt. Hast du es vermisst? Did you miss it? Oh yes. When I really ja, manchmal sehr. Ich gehe nicht mehr oft in Konzerte, aber wenn jemand von meinen Freunden auf die Bühne geht, dann möchte ich auch dort oben stehen. Wenn die Band anfängt zu spielen, dann sehr. Wenn ihr verstehen wollt, wer ich wirklich bin, müsst ihr auf meine Geburtstagsparty kommen, hatte uns Claudine gesagt. Da mischen sich auf den Hügeln über Hollywood berühmt und unbekannt, schwarz und weiß, alt und jung. Es zählt nur, ob Claudine sagt, you are my friend. Alle haben ein bisschen gehofft, dass Barry White da sein würde, aber er ist nicht gekommen. Der große schwarze Mann ist eher ein häuslicher Typ. Gekommen ist Linda, die Schwester und Gefährtin aus den Tagen von Love Unlimited. Als Linda nach Zürich zog, um dort ihren Hans, einen Chirurgen, zu heiraten, löste Love Unlimited sich auf.
Claudine war dann nur noch ein Star für ihre Freunde. Es war einer der Abende, an denen mitteleuropäische Männer sich besser nicht auf die Tanzfläche trauen. Die Seele des Abends ist Claudine. Mit ihren, pardon, heute 50 Jahren unverändert ein Vulkan der Lebensfreude. Ich versuche, immer Glück um mich zu streuen, auch wenn ich selber nicht immer happy sein kann. Kaum jemand weiß, wie es ist, wenn ich traurig bin. Ich will mein Image so halten. Kann man in Hollywood mit Würde alt werden? Oh ja, das kannst du überall. Nur wenn du diesen ganzen Glamour-Kram und all die Falschheit hier dir zu nahe kommen lässt, dann hast du ein Problem. Das ist nicht das wahre Leben. Dann siehst du die Welt durch getönte Scheiben und verzerrt. Die Welt verschwimmt und ist nicht so, wie sie wirklich ist. Hart und unerbittlich. Apropos falsch. Diese Frage wollen wir noch beantworten. Die Krallen der Claudine sind echt. Vielen Dank fürs Zuschauen. Das war's nämlich für heute wieder mit ungewöhnlichen Geschichten und Lebensweisheiten aus Amerika. Frohe Weihnachten an Sie alle. Merry Christmas from Hollywood. And the winner is... He is the light, Al Green.